Was Kliniken normalerweise nur im Rahmen eines Informationsabends anbieten, bekommt Sonja Borowski heute von Hebamme Petra Rummel-Marx exklusiv geboten. Eine Führung durch den Kreißsaal. Die Hebamme zeigt ihr die Geburtszimmer des Klinikums Essen Süd. So, das ist einer von unseren drei Räumen. Das ist der blaue Kreißsaal. Sind alle drei unterschiedlich farblich gestaltet. Wir haben ja auch zwei Kreißsäle jeweils mit einer Badewanne. Das ist einer davon. Ne? Hier ist halt die blaue Wanne und in dem anderen Kreißsaal, der ist so ein bisschen rötlich gehalten, ist eine rote Badewanne. Ja? Also wenn Sie reinkommen, zur Aufnahme kommen, dann wird es halt so sein, dass wir Sie erstmal ins CTG machen, hier an dieses Gerät. Das kennen Sie vielleicht schon vom Frauenarzt, ne? Wo wir halt einerseits die kindlichen Herztöne aufzeichnen können. Und auf der anderen Seite, halt, wenn Sie Wehen haben, wird das auf diesem Bereich des Papiers dokumentiert. Ne? Dass wir halt, für uns ist das wichtig, so ein Aufnahme-CTG, damit wir halt sehen, wie geht es Ihrem Kind. Wie reagiert Ihr Kind mit den Herztönen, wenn Sie Kontraktionen haben, wenn der Bauch hart wird. Und es wird sicherlich so sein, je nachdem wie stark Ihre Wehen sind, dass Sie dann halt auch schon in der Lage sind oder die Notwendigkeit spüren, sich bewegen zu müssen. Ne? Also, dass Sie nicht liegen wollen. Viele Frauen sagen, das finde ich unbequem. Man kann CTG auch ruhig in einem Stuhl schreiben. Sie müssen auch zum CTG nicht liegen, wenn das ganz unbequem für Sie ist. Ja. Ne? Ja. Wir haben auch ein Gerät mit einer Telemetrie, das heißt, Sie sind frei beweglich, ohne Verkabelung, das gibt es hier auch. Ja. Das Gute ist halt, dass man auch mit diesem Telemetriegerät in die Badewanne gehen kann. Ne? Sie können dann auch mit CTG in die Wanne gehen, wenn das erforderlich sein sollte, dass wir auch in der Wanne die Herztöne ableiten müssen, auch das geht. Das ist immer wichtig zu wissen für die Frau, dass sie nicht das Gefühl hat, Mensch, ich bin jetzt hier so gefesselt, weil ich da an den Kabeln liege. Ne? Also da haben wir schon Möglichkeiten, das auch gut zu kombinieren. Ne? Sowohl die Überwachung ihrerseits und die Überwachung des Kindes, aber halt auch, dass sie trotzdem die freie Möglichkeit haben, sich hier zu bewegen. Ja? Hilfreich sind natürlich auch zum Beispiel so Sachen wie dieser Petsi-Ball. Auch da sitzen viele Frauen gerne bei der Geburt mal drauf, ne? Weil man halt hier sehr schön auch das Becken kreisen kann. Ne? Das tut den Frauen manchmal ganz gut. Ne? Einerseits sitzen, weil Geburt ist auch anstrengend, immer nur laufen und stehen ist oft schwierig. Und hier können sie halt trotzdem sich ganz gut bewegen, auch dem Kind helfen, so ein bisschen durch den Geburtskanal zu rutschen. Sie können das gerne mal ausprobieren. Okay. Legen Sie die Tasche ruhig ab, setzen sich einfach mal drauf. Ja, genau, die Beine so ein bisschen nach vorne nehmen. Schön ist halt auch, wenn der Partner dabei ist, der ist dann hier auch für Sie da und kann ja auch so ein bisschen den Rücken massieren, das tut ganz gut. Ne? Manche Männer knien auch vor der Frau so und unterstützen sie beim Atmen. Ne? Auch das braucht die Frau manchmal, so die Zuwendung des Mannes, ne? Dass er ganz ruhig mit ihm weiteratmet. Das ist eigentlich eine ganz schöne Sache. Ja, Sie können sich auch mal, wenn Sie sagen, nee, das finde ich jetzt nicht gut, ich muss irgendwas haben, wo ich mich dranhängen kann, ne? Da kann man sich halt auch hier an diese Sprossenwand hängen, ne, dass man sich wirklich so hängen lassen kann. Gerade wenn es auch im Rücken weh tut, tut das ganz gut. Ja? Ja. Können Sie gerne probieren. Einfach mal. Genau. Einfach jetzt mal so durchspielen, damit Sie schon mal so ein bisschen das Gefühl haben, was Ihnen hier so offen steht, womit Sie dann auch arbeiten können bei der Geburt. Genau. Ja. Einen ähnlichen Effekt hat halt auch dieses Tuch. Da brauchen wir auch keine Angst haben, das hält. Da fragen viele nach. Ne? Auch da kann man sich so wirklich schön hängen lassen. Ne? Sich mit dem Oberkörper so reinhängen. Ja? Ne? Und auch da halt eine Wehe veratmen. Weil Sie werden merken, wenn die Kontraktion da ist, dann müssen Sie irgendwas haben, wo Sie sich festhalten können. Also Sie können niemals so freistehend im Raum eine Wehe veratmen. Das geht nicht. Ja? Und dieser Hocker, der ist eigentlich ganz schön. Der ist aber dann für die Austrabungsperiode, dass Sie sich halt auf den Hocker setzen und halt in dieser Position wirklich dann Ihr Kind rausdrücken. Ne, das ist natürlich von der Physiologie her ganz schön, ja, dass einfach auch die Schwerkraft mithilft. Und manche Frauen sagen, Mensch, wenn ich hier so drauf sitze, dann weiß ich auch viel besser, wo ich hindrücken muss, als wenn ich jetzt im Bett liege. Ne? Und der Partner sitzt dann meistens dahinter, ne, und dann können Sie sich auch so ein bisschen an Ihren Mann stützen und anlehnen. Das tut der Frau ganz gut. Ja, können sich auch gerne schon mal draufsetzen, damit Sie auch mal ein Gefühl dafür haben, wie das so ist. Genau. Ne? Und wenn ich jetzt, das können Sie auch noch machen, genau. Ne? Oder aber Ihr Partner sitzt dann so hinter Ihnen, ne? Und dann können Sie sich so ein bisschen nach hinten lehnen, ja. Und dann halt wirklich in der Austreibung bei jeder Wehe halt so mit nach unten drücken. Und der Mann kann sie so ein bisschen festhalten. Ja, ja. Das ist eigentlich auch eine ganz schöne Sache, wo auch viele Frauen entbinden. Aber das ist wirklich nur für die Endphase der Geburt. Ne? Aha. Okay.
Und was halt auch schön ist, wir haben in jedem Kreissaal halt hier auch, können Sie mal eben reinschauen, eine Toilette und ein Waschbecken. Das heißt, Sie müssen, wenn Sie es nicht möchten, müssen Sie hier gar nicht raus. Weil die Frauen haben ja dann auch, wenn sie unter der Geburt sind, auch meistens, manche sind ganz nackt, manche haben halt irgendwie nur so ein T-Shirt an und irgendwann mag man dann da nicht mehr rauslaufen, ne, wenn dann auch noch andere Säle besetzt sind. Also dürfen Sie gerne? Im Wandflur muss ich nicht. Müssen Sie nicht. Dürfen Sie, müssen Sie aber nicht. Ja, und da ist halt dann so die, der Bereich, wenn das Baby geboren ist. Ne? Das machen wir aber erst später. Also nach der Geburt ist wirklich erstmal wichtig, dass Sie Ihr Kind festhalten, ne? Dass das Baby bei Ihnen auf der Brust liegt. Dieses Bonding sozusagen ist ganz wichtig. Ja. Der erste Kontakt des Kindes zu Ihnen. Und da greifen wir auch nur ein, wenn es unbedingt nötig ist. Ja. Ne? Also das heißt, mit Abnabelung oder auch Waschen oder so, halten Sie sich erstmal ganz zurück. Genau. Und ich kann erstmal mit meinem Partner gemeinsam Kontakt mit dem Kind aufnehmen. Ne? Das ist ganz wichtig. Genießen. Richtig, richtig. Das weiß man ja auch, ne? Dass dieses, wie gesagt, dieses Bonding für den weiteren Verlauf des Kindes, ne? Für die kindliche Entwicklung von großer Bedeutung ist. Und von daher finde ich es auch nicht schön, wenn man dann halt meint, jetzt muss man abnabeln, Kind wiegen. Das hat Zeit, das hat wirklich Zeit. Ne? Das macht man dann erst später. Und da wird es halt gewogen. Hier haben wir auch eine Wärmelampe, ne? Damit das Baby auch nicht so auskühlt. Mhm. Und hier wird dann halt auch noch die Länge gemessen und der Kopfumfang. Also ich werde mich ja dann hier über Stunden in diesem Raum aufhalten. Ja, ne? In der Regel schon. Man kann sich auch so ein bisschen häuslich einrichten. Ich sehe, Sie haben ja auch Musik liegen. Genau. Ne? Ja, also wir haben selber ein paar schöne Entspannungs-CDs, aber Sie dürfen auch gerne selber was mitbringen, wenn Sie sagen, Mensch, ich habe da so Musik, da weiß ich genau, die tut mir gut, wenn es mir nicht mehr so gut geht. Mhm. Haben Sie noch Fragen? Für Sonja Borowski ist alles klar. In dieser Klinik will sie ihr Kind zum ersten Mal in die Arme schließen. Was mir sehr gut gefällt, ist erstmal das Ambiente hier in den Zimmern. Es ist recht ruhig und die Mitarbeiter, die ich bisher kennengelernt habe, sind mir sehr sympathisch und ich finde das gerade wichtig. Das ist meine erste Schwangerschaft und im Rahmen meiner ersten Schwangerschaft muss ich mich auch anvertrauen. Im Rahmen der Geburt muss ich mich anvertrauen, das muss ich erst können. Und daher auch diese Vorinformation finde ich sehr wichtig, um einfach Vertrauen zu lernen und mich anvertrauen zu können.